Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist endlich mal wieder soweit. Ich habe eine neue Seite gefunden, beziehungsweise habe ich die nicht gefunden, sondern ein guter Kumpel von mir, der auch schon lange im Kryptobereich tätig ist und mit dem ich auch schon ein bisschen zusammengearbeitet habe. Und jetzt möchte ich euch einmal diese Seite vorstellen und warum ich mich jetzt für diese Seite entschieden habe und für die ganzen anderen 100 Seiten, die mir in letzter Zeit vorgeschlagen habe, nicht. Erzähle ich euch alles in diesem Video, also viel Spaß dabei und let's go! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So, und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Wie ihr seht, ich habe mich gerade auch erst frisch angemeldet. Mein Kumpel ist schon seit ungefähr einem Monat oder sogar schon länger dabei. Und ich habe ihm jetzt erst einmal ein bisschen Zeit gegeben, die Seite weiter zu studieren. Und er mir dann sozusagen grünes Licht gegeben hat. Vorweg, das ist natürlich alles keine Garantie dafür, dass diese Seite wirklich das macht, was sie sagt. Und nicht auch von heute auf morgen weg sein kann, das möchte ich vorab direkt erwähnen. Aber es sieht bei dieser Seite um einiges besser aus als bei vielen anderen Seiten. Und ich möchte deshalb heute einmal in diese Seite einzahlen, euch zeigen, wie es funktioniert, wie viel Prozente man hier machen kann und halt, warum ich mich für diese Seite entschieden habe. Ich würde sagen, bevor ich aber einzahle, werde ich euch erst einmal erzählen, warum ich mich für diese Seite entschieden habe. Und zwar sind hier wirklich die Ersteller dieser Seite, der CEO, in Kontakt mit verschiedenen Investoren, zeigen sich live. Du kannst mit ihnen Calls machen und vor allem sind diese Personen echt. Es sind schon mal keine Schauspieler, was man ja wirklich in dieser Branche sagen muss, echt oft der Fall war. Des Weiteren wurden auch schon von einigen größeren Investoren viele Fragen gestellt, die alle einwandfrei in persönlichen Interviews beantwortet wurden. Und mein Kumpel, der auch sehr viel Erfahrung mit Blockchain-Analyse hat, hat hier einmal nachverfolgt, wo die Gelder hinfließen und hat mir bestätigt, dass sie nach Binance im Future-Handel fließen. Da ist er sich ziemlich sicher, was natürlich nicht heißt, wie bei zum Beispiel Atiora haben wir auch gesehen, dass mit den Geldern gehandelt wurden, dass diese Seite nicht trotzdem einfach dicht macht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass sie was mit den Geldern machen und wirklich auch die Rendite erwirtschaften, die sie zeigen. Ich werde selbst dann, denke ich, auch mal im Laufe der Zeit eine Blockchain-Analyse dazu durchführen. Kann dies aber natürlich erst machen, wenn ich selber ein- und ausgezahlt habe, um zu gucken, wo die Gelder hingehen und wo man sie herbekommt. Deswegen werde ich euch heute einmal zeigen, wie man auf dieser Seite einzahlt und was es hier für Pakete gibt. Wir sind jetzt hier auf dem Dashboard. Hier sieht man, hier steht noch überall 0. Ich habe nichts investiert, keine Kommission. Ich bin Rang 1 mit 0 Dollar. Mein Account wurde aktiviert, dadurch, dass ich meine E-Mail verifiziert habe. Ich musste keinen KYC machen, vorab schon mal. Ihr braucht euch also kein Perso bereithalten, sondern man musste einfach nur hier Namen und alles einmal angeben und die E-Mail-Adresse verifizieren. So, gehen wir jetzt aber einmal zu den Paketen. Dafür klicken wir einmal hier auf Packages und schon sehen wir hier, es gibt verschiedene Pakete und die unterscheiden sich vom Minimum Invest und vom Maximum Invest. Und zwar gibt es aber bei jedem Paket 6% im Durchschnitt wöchentlich. Und jetzt fragt man sich, wenn es doch auf jedes Paket genau 6% wöchentlich gibt, wie kann dann hier der totale Profit ansteigen? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Also egal welches Paket ihr kauft, ihr habt immer dieselbe Profitanzahl. Nur weil ihr mehr investiert, heißt das nicht, dass ihr mehr Geld bekommt, sondern ihr habt einfach eine längere Laufzeit. Und was bedeutet das jetzt genau? Wenn ich jetzt hier 100 Dollar investiere, das zeige ich euch jetzt einmal, seht ihr jetzt hier, dass man 215% macht über 38 Wochen. Das bedeutet, wenn du hier eine Einlage machst mit, wir sagen jetzt mal 100 Dollar und rechnen uns das jetzt einmal aus, 100 Dollar mal 6% sind 6 Dollar in der Woche und das dann mal 38 Wochen. Das bedeutet, man würde 228 Dollar hier machen. Jetzt ist es aber so, dass man seinen Einsatz nicht wieder rauskriegt, sonst hätte man ja sozusagen 328 Dollar. Da man hier aber seinen Einsatz nicht wieder bekommt, kann man sozusagen sagen, dass man hier seinen Einsatz verdoppelt plus noch ein bisschen mehr.
Nach aber 38 Wochen. Und wenn wir jetzt gucken, 38 Wochen durch 4 Wochen pro Monat ungefähr, sind das 9,5 Monate. Da ein Monat ein bisschen mehr als 4 Wochen hat, sagen wir mal 9 Monate. Also hier ist dein Geld 9 Monate gelockt. Und wenn du $100 investierst, kriegst du am Ende ungefähr $225 wieder. Machen wir das Ganze jetzt mit dem zweiten Paket, können wir ja einmal draufklicken. Dann sehen wir schon, dass unser Einsatz 40 Wochen blockiert ist. Wir aber dadurch mehr Prozente machen, weil nach unseren 40 Wochen haben wir ja unsere Profite noch, aber unser Einsatz ist weg. Und wenn wir das jetzt einfach mal rechnen, ich weiß, hier müsste man mindestens $1000 investieren, aber mir geht es ja jetzt um die Prozentzahl. Wenn ich jetzt hier 100 mal 6% nehme, sind das auch wieder $6 und das dann mal 40, hätte ich mit in diesem Paket $240 gemacht. Müsste aber meinen Einsatz auch für fast 10 Monate drin lassen, also länger. Und gucken wir uns noch das letzte Paket einmal an. Wenn man da mindestens 50.000 investiert, was natürlich viel zu utopisch ist, aber dann wäre das Paket 52 Wochen aktiv. Ich werde auf jeden Fall das kleinste nehmen, weil ich als erstes natürlich so schnell wie möglich meinen Einsatz wieder haben möchte. Es zumal auch nicht viel Unterschiede gibt von den Prozenten her, die man hier am Ende rausbekommt und ich nicht direkt mit $1000 anfangen möchte. Ich möchte also irgendwas zwischen 100 und $1000 investieren und das Ganze hier einmal testen. Wie gesagt, mein Einsatz ist dann für 38 Wochen gesperrt, bekomme aber dann hier wöchentlich knapp 6% raus, die ich mir dann auch immer auszahlen lassen kann. Also ich würde sagen, wir machen das Ganze mal. Ich klicke jetzt mal hier auf Purchase, sage jetzt erstmal, ich möchte $100 investieren, drücke auf Confirm. Ob ich mir sicher bin, Confirm. Und dann seht ihr schon, dass das nicht funktioniert hat, weil ich hier kein Geld drauf habe. Ich muss natürlich erst hier zu meiner Wallet Geld hinsenden. Und um das machen zu können, gehen wir einmal wieder zurück aufs Dashboard, haben dann hier unsere Wallet und können hier eine Einlage machen. Wir drücken also auf Deposit. Und können uns jetzt auswählen, nehmen wir USDT im TRC20 Netzwerk, also so gut wie keine Gebühren, oder nehmen wir Bitcoin. Ich werde mich also für das erste entschieden, USDT auf dem TRC20 Netzwerk, wähle das an. Wie viel möchte ich einzahlen? $100. Dann drücke ich auf Confirm. Möchte ich wirklich $100 einzahlen? Ja. Dann landen wir auf jeden Fall auf dieser Seite hier, wo wir dann unsere USDT auf dem TRC20 Netzwerk hinschicken müssen. Ich weiß jetzt nicht, warum hier $1.11 mehr verlangt werden, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir kopieren uns einmal die Adresse hier, die steht hier unten. Geben das dann dort ein, von wo aus wir unsere Dollar losschicken möchten. Das ist bei mir hier von Exodus, USDT auf dem TRC20 Netzwerk. Wir wollen diese jetzt senden, müssen dann einmal hier die Adresse einfügen und dann den Betrag. Der wurde jetzt sogar weniger, warum auch immer. Den kopiere ich jetzt einfach mal. Gib diesen dann hier ein und drücke auf Senden. Ja, senden. Und schon wurden die USDT dorthin gesendet. Und jetzt müssen wir nur noch warten, dass die hier auch ankommen. Hier unten steht noch Waiting, aber das müsste innerhalb von wenigen Minuten oder sogar nur ein paar Sekunden eigentlich erledigt sein. So, aus dem Waiting wurde dann kurzzeitig ein Finished und dann wurde ich direkt wieder auf BitMonsters zurückgeleitet und bin jetzt hier. Hier stand erst noch 0. Ich musste jetzt tatsächlich noch ein paar Minuten warten, bis hier dann meine $100 erschienen sind, aber jetzt sind sie da. Und jetzt wollen wir uns dann natürlich auch direkt das Paket kaufen. Dafür gehen wir hier wieder auf Packages. Dann müssen wir natürlich das kleinste Paket wählen, beziehungsweise von den Prozenten her tut sich da ja eh nichts, außer dass die anderen länger dauern. Wir gehen einmal auf Purchase. Ja, $100 wollen wir nehmen. Confirm. Ob ich es wirklich kaufen will? Ja, Confirm. Und jetzt gucken wir mal, jetzt müsste hier eigentlich ein grünes Symbol kommen. Ja, Pop-up Purchase Success. Also wir haben jetzt unser Paket gekauft und jetzt müssten eigentlich auch unsere Pakete hier erscheinen. Jetzt hat es sich auch aktualisiert. Jetzt sehen wir hier, dass ich noch 265 Tage dieses Paket habe für $100, das Falcon-Paket. Und jetzt können wir hier auch auf Transactions gehen. Da sehen wir dann, ich habe hier $100 eingezahlt auf diese Wallet im Deposit und habe mir jetzt ein Paket für $100 gekauft. Wir sehen auch hier nochmal die Zeiten. Jetzt sehen wir auch hier unten, wir haben ein Totalinvestment von $100, haben noch nichts ausgezahlt, keine Kommission. Ich habe jetzt Rang 1 absolviert, der nächste Rang wäre Rang 2, dafür müsste ich aber $5000 investieren. Und was man sonst noch so für die Ränge machen muss, kann ich ja mal in einem anderen Video machen. Das sollte jetzt aber erstmal nur eine kurze Einführung sein. Wenn du das hier auch ausprobieren willst, kannst du gerne unterhalb dieses Videos den Link benutzen und kannst genauso wie ich hier dein Paket kaufen. Und wenn du vorerst noch Fragen hast, kannst du mich natürlich gerne anschreiben. Ich werde dir alle Fragen beantworten. Schreib mir gerne in die Kommentare. Oder du kannst auch hier unter FAQ natürlich dort nachgucken,
ob dort deine Frage aufgeführt ist. Dort wird nämlich auch einiges erklärt. Und ansonsten werde ich weiter hierüber recherchieren und auch alle News hier immer auf meinem YouTube-Channel veröffentlichen. Ich würde aber erstmal sagen, das soll es mit diesem Einführungsvideo gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schreib mir einen Kommentar mit deiner Meinung und abonniere den Kanal, um keine News mehr zu verpassen über all meine Projekte. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!